Schwarzkümmelöl und die Nebenwirkungen. Man kann sagen, dass Schwarzkümmelöl fast keine Nebenwirkungen hat. Jedoch sind besondere Fälle zu beachten, wie sonst auch der Fall ist. Haben Sie oft niedrigen Blutdruck? Dann nehmen Sie Schwarzkümmelöl nicht mit Kaffee oder schwarzem Tee, denn das bewirkt Blutdrucksenkung. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, da ist es besser, sich vorher beim Arzt zu informieren. Wenn Sie sich vergewissert haben, dann ist Schwarzkümmelöl sogar eine super Alternative zu Medikamenten in der Schwangerschaft, da Sie verschiedene Krankheiten damit bekämpfen, ohne sich um die lästigen Nebenwirkungen zu sorgen. Damit schonen Sie sich selbst und Ihr Baby. Für Kinder und ältere Personen ist Schwarzkümmelöl ebenfalls super geeignet und stärkt das Immunsystem. Dabei beachten Sie die Dosierung und die Anwendung. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sind Sie sehr sensibel und Ihre Haut neigt zu Hautausschlag, dann können Sie zuerst eine kleine Stelle auf der Haut mit Schwarzkümmelöl einreiben und beobachten, ob Sie das Öl vertragen. Falls Sie keine Rötungen oder Pusteln bemerken, dann können Sie das Schwarzkümmelöl gut vertragen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, ob ihr schon mal Schwarzkümmelöl genutzt habt. Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Abonniert den Channel, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat.